Hallo, hier ist Saro Kotes vom Pathfinder 2 Fanblog. Es gab mal wieder eine große Lieferung von Lurch und Lama. Die machen wir jetzt mal auf. Wir haben zum einen eine nette Weihnachtskarte an Saro Kotes von Lurch und Lama. Wenn ihr wissen wollt, was draufsteht und vor allem, was noch dabei ist, solltet ihr vielleicht selbst was bestellen. Vielleicht habe ich jetzt nicht. Dann die Karte. Hula hula. Endlich sind die Paizo-Sachen da. Ganz viel Spaß damit wünscht dir der Lurch. Danke Saskia. Werde ich hoffentlich haben. Dann beginnen wir mal mit der Flipmap zu dem Abenteuer Night of the Great Death. Diese Flipmap gibt nicht auf Deutsch. Das Abenteuer kommt am Ende des Monats auf Deutsch raus, Nacht des grauen Todes. Ein Abenteuer, was in Galt spielt und da auch offensichtlich ein bisschen was ändern wird an der aktuellen Geschichte. Und hat ja die Produktion von diesen Zusatzsachen, die man nur am Tisch benötigt, momentan eingestellt, weil sie gesagt haben, da haben wir einfach zu wenig Absatz dran, weil viele Leute auf Online-Spielen umgestiegen sind. Bei den Karten, also bei den Flipmats, ist das jetzt absolut kein Problem, weil auf der Karte selbst steht eh nichts Deutsches drauf. Und von daher kann man da auch ohne große Probleme die englische nehmen. Als nächstes haben wir einen dicken Batzen, das Pathfinder 3, die Bestiary 3 Pawn Collection. Und das sind halt die Aufsteller zu dem Monster Hunter 3. Die gibt es auch nicht auf Deutsch, aber auch hier ist es weniger ein Problem. Da steht zwar zum Teil Sachen drauf, gerade unten, aber die unteren Sachen steckt man in die Vasen für die Aufsteller. Dann kann man das auch nicht mehr lesen. Man muss halt, wenn man sie benötigt, einmal schauen, was für Monster man dann hat. Muss es übersetzen. Ja, gibt es halt eine ziemlich große Auswahl. Gibt auch größere Sachen, wie zum Beispiel den Uhrwerkdrachen oder ein animiertes Objekt, ein Ofen. Oder auch, das ist nur als Beispiel, die Drachen aus Jiangxia, die aus der chinesischen Mythologie inspiriert sind. So, mal als ein paar Beispiele. Ja, habt schon gesehen, das Ding ist etwas dicker. Da gibt es recht viele von. Dann machen wir mal weiter mit. Muss dazu sagen, ich muss das schon einmal auspacken. Der erste Versuch eines Videos ist schiefgegangen, deshalb sind die nicht mehr so gut verpackt, wie sie das eigentlich waren. Nicht, dass jemand denkt, Saskia würde nachlassen. Natürlich sind die Sachen nochmal in Papier eingeschlagen, das ich auch noch hier habe. Jeweils mit einem kleinen Lurch und Lama Aufkleber. Also wie immer super verpackt. Wenn ich es jetzt hier so raushole, sieht das nicht so aus. Das wollte ich noch dazu gesagt haben. Gut, das ist der dritte Teil von dem Abenteuerpfad Strengths of 1000, der in der Magamia spielt, der Magieakademie im Magiebecken. Und ich hoffe, dass ich den demnächst mit meiner Tischrunde beginnen kann. Wir haben hier noch den vierten Band, Secrets of the Temple City. Dieser Abenteuerpfad geht halt ein bisschen mehr in Richtung Diplomatie, soziale Interaktion, Erforschen von Dingen. Man erlebt als Charakter mehr, als dass man kämpft. Kämpfe kommen natürlich auch vor, aber es geht in eine bisschen andere Richtung. Bin ich sehr drauf gespannt. Ich habe mich so grob informiert, worum es geht. Auch was mehr am Ende passiert, wie man die Geschichte von Golarion beeinflusst. Und das hörte sich extrem interessant an. So, was haben wir als nächstes? Als nächstes haben wir Guns and Gears, das neue Regelbuch für Pathfinder, wo es zum einen um Guns, Kanonen geht und zum anderen um Gears, also um Uhrwerkssachen.
wie immer mit tollem Artwork. Dann gibt es hier zunächst den Erfinder als neue Charakterklasse, den es in verschiedenen Ausführungen gibt, der sich mehr darauf konzentriert, Sachen zu erfinden, entweder eine Waffe oder eine Rüstung oder wie man es vielleicht hier ein bisschen sieht, einen kleinen Gehilfen und das halt über die Stufenprogression immer wieder verbessern kann. Da haben wir zum Beispiel einen Rüstungserfinder oder hier haben wir einen mit einer sehr abgefahrenen Waffe und natürlich gibt es dann hier auch noch einen, ja, das war der mal weiter vorne mit dem Konstrukt. Ja, jetzt haben wir kein extra Bild. Dann geht es hier weiter mit einer neuen Abstammung: Automaton. Ein Roboter sozusagen, der mit einer Seele angetrieben wird, stammt aus dem Jiskar Imperium. Auch hier gibt es verschiedene Ausführungen. Zum Beispiel so als Krieger mit einer eingebauten Waffe. Wieder eine neue Option, die man spielen kann. Es gibt neue Hintergründe, die damit was zu tun haben, auch seltene Hintergründe. Es gibt neue Archetypen, zum Beispiel Sterling Dynamo, das ist jemand, der mit Prothesen arbeitet, die er benutzt und die er sehr effektiv benutzen kann. Es gibt einen Fahrzeugmechaniker. Also geht in verschiedene Richtungen. Es gibt natürlich auch neue Waffen von dem Erfinder, zum Beispiel einen Regenschirm, den man als Waffe benutzen kann. Gadgets wie zum Beispiel Blast Boots. Ja, das ist dieser Teil. Dann gibt es hier Belagerungswaffen mit entsprechenden Regeln, wie man die in sein Abenteuer einbauen kann, was die für Funktionen und so weiter haben. Sowas zum Beispiel. Sehr ausführliches Kapitel. Wir haben ein Kapitel regeltechnisch über Stacian Tech, die aus dem Norden kommt, Irisen, wo es ein Abenteuer gab, wo man die Königin Anastasia zu unterstützt hat, den Thron zu bekommen und dabei auch auf der Erde war zur Zeit des Zweiten Weltkriegs und da Tesla-Spulen mitgenommen hat. Und von daher Anastasia Stacian Tech, daher kommt der Name, sind im Prinzip Tesla-Spulen, also Elektrizität, wo man dann bestimmte Dinge mitmachen kann. Es gibt ein kleines Kapitel über Mobility Devices, also Gerätschaften, mit denen man sich auch bewegen kann, wenn man irgendein Handicap hat. Es gibt ein Kapitel über Fahrzeuge, zum Beispiel ein mechanisches Pferd. Über verschiedene Apparaturen. Dann kommen wir zu den Charakteren beim Kapitel Guns, also dem Schützen. Diesmal ist die ikonische Charakterin eine Zwergin mit einer sehr großen Wumme. Und auch da gibt es dann wieder verschiedene hier nennen sie es Ways, ich weiß noch nicht, wie die deutsche Übersetzung sein wird. Es gibt den Drifter, der sowohl eine Fernkampfwaffe als auch eine Nahkampfwaffe hat und sich im Kampf dementsprechend vor oder zurück bewegt. Es gibt einen Pistolero, der dann mit zwei Feuerwaffen arbeitet. Es
gibt den Scharfschützen-Sniper, der auf lange Reichweite kämpft. Und dementsprechend gibt es auch hier wieder Hintergründe. Es gibt Archetypen, wie zum Beispiel der Artilleristen. Es gibt den Beast Gunner, der dann Waffenteile aus Monstern gewinnt und die benutzen kann. Ein bisschen wahrscheinlich in Anlehnung an die Battlezoo-Mechaniken, wo es das ja auch gibt von dem Crowdfunding. Es gibt einen Firework Technician, passenderweise mit einem Goblin, der eine Riesenrakete anzündet. Dann haben wir das Sniping Duo. Da kann dann ein Charakter den Sniper spielen und der andere ist für ihn dann der Spotter, also derjenige, der das Ziel aussucht, und es gibt entsprechende Boni. Also auch da viele Möglichkeiten. Dann haben wir hier neue Waffen mit entsprechenden Regeln, zum Beispiel sowas Abgefahrenes hier mit der Waffe, wo man den Lauf verschieben kann, oder Beast Guns oder solche abgefahrenen Sachen. Also, da gibt es schon einiges an Waffen. Es gibt hier für die Automatons Integrated Firearms mit entsprechenden Regeln, sehr umfangreich. Es gibt auch sowas wie Munition mit unterschiedlichen Funktionen, zum Beispiel hier die Ohrfunktion, die dann auseinanderbricht. Es gibt Belagerungswaffen, die mit Schwarzpulver funktionieren. Und ja, Zubehör, wie zum Beispiel ein Zielfernrohr. Ja, sehr interessant, sehr umfangreich. Und dann haben wir ein ganzes Kapitel über die Frage, wie das Ganze in die Welt reinpasst nach Kolarion. Wo es Schwarzpulver gibt, wo es diese Stacian-Technologie gibt, wie das entsprechend hin und her geschickt wird. Mit entsprechenden, oh, hier gibt es zum Beispiel auch noch eine neue Herkunft für den Dongan Dwarf Ancestry, also für die Dongan Zwerge. Es gibt ein Kapitel über Arcadia, also Arcadien, das Land im Westen der Inneren See, quasi die Analogie zu Amerika. Wie man sieht, geht es da so ein bisschen in Richtung Inkas. Es gibt eine Karte, ich glaube, es ist die ausführlichste Karte überhaupt, die es für Pathfinder für Arcadien gibt. Es gibt ein Kapitel über das Jiska Imperium. Also da, wo die Automatons herkommen, das sich im Norden von Yarund befand, früher mal und untergegangen ist. Es gibt ein Kapitel über die Fesseln und die Piraten, die da sind, über Tianxia und wie sich da das Schwarzpulver entwickelt und ausgebreitet hat. Es gibt ein Kapitel über Ustalav und wie da die Elektrizität genutzt wird. Und zum Schluss gibt es noch ein Glossar mit verschiedenen Regelbegriffen. So, und zu guter Letzt haben wir dann noch The Grand Bazaar. Also das Buch über den größten Marktplatz auf ganz Kolarion mitten in Absalom. Mit einer großen Karte des Bazars und Nummerierung, wo welches Geschäft sich befindet und dementsprechend die unterschiedlichen Geschäfte mit den verschiedenen Items. Also was man hier verzeichnet, zum Beispiel für Waffen oder für Fallen bekommt,
Wir haben The Clockwork Caravan, immer mit Aster, dem entsprechenden Besitzer des Geschäftes, damit man auch weiß, mit wem man es zu tun hat, mit ein paar Abenteueraufhängern und dementsprechend, was es da auch an Gegenständen gibt, zum Beispiel ein Hund aus Uhrwerkmechaniken. Es gibt ein, ich will jetzt nicht unbedingt alles zeigen, ich soll das Buch ja auch noch kaufen, es gibt ein Buch über Vertraute, ein Geschäft mit Vertrauten, es gibt, das wurde schon mehrmals angesprochen, ein Geschäft mit Tattoos und den entsprechenden Optionen, die das bietet. Und es gibt entsprechend Nahrung und Effekte, die diese Nahrung hat. Es gibt Klamottenladen. Es gibt, jetzt bin ich am Gucken, einen Spielzeugladen, wo man Spielzeuge kaufen kann, die irgendeine Funktion haben. Und dabei gibt es auch die Regel für eine neue Abstammung, die Puppen, Puppets. Man kann also Pinocchio spielen, der Leben eingehaucht bekommen hat. Oder wenn man nicht ganz so nett ist, kann man auch Chucky zum Beispiel spielen, mehr als böser Charakter. So ein Hasen oder ein Aufziehritter. Wie gesagt, die Regeln dafür sind vorhanden. Es gibt ein Geschäft, haben wir eben in ganzen Gears schon gesehen, ein Geschäft für Leute mit Handicap, wo man Prothesen bekommen kann oder auch die Prothesen oder auch entsprechende Rollstühle, um jemand zu erlauben, auch an Abenteuern teilzunehmen. Reclaimed Paradise Wares, mehr ausgefallene Sachen, wo es darum geht, dass man da zum Beispiel ein Laufgerät hat. Wie das genau funktionieren soll, muss man sich entsprechend durchlesen. Ja, und so geht es weiter in ganz unterschiedliche Sachen. Es gibt ein Geschäft, wo man Runen bekommt, um seine Ausrüstung entsprechend zu verbessern. Oder auch besondere Gegenstände aus besonderen Materialien, die wahrscheinlich dann aus Numeria stammen, mit den entsprechenden Effekten. Oder auch ganz normale Rüstungen. Weiter hinten haben wir dann noch neue Archetypen, wie zum Beispiel den Spelltrickster, der wieder neue Optionen für die Charaktererschaffung bietet. Und das Ganze endet natürlich mit Tabellen, 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 wo diese ganzen Gegenstände nochmal drauf sind, was es für ein Gegenstand ist, was es kostet, was zum Teil viel ist. Und auf welcher Seite man es findet. Also, wer ausgefallene Ausrüstung sucht oder ein Abenteuer in oder beziehungsweise auf einem Markt spielen möchte, da gibt es ganz viele Anregungen für wirklich ein hervorragendes Buch. Wir hatten ganzen Gears mit zwei neuen Charakteroptionen, zwei neuen Charakterklassen und den Automatons. Wir hatten die beiden Bände von Strengths of 1000, den neuen Abenteuerpfad. Wir hatten die Aufsteller vom Bestiary 3, also vom Monster Handbuch 3, mit allem, was man braucht. Zum Teil dann halt auch viele, weil da ja auch die Truppenregeln drin sind. Dann braucht man halt von bestimmten Aufstellern viele. Und die Flipmat zu Night of the Grey Death. Das war's dann für heute. Das war auch genug. Es gibt jetzt für mich wieder einiges zu lesen.